einen Eingang. Hat oder hatte. Da habe ich auch etwas entdeckt. Interessant, wir gucken einfach mal ganz sporadisch. Hier ist, Alter, hier ist so ein Untergrundsee. Hab mich da jetzt eben einfach mal so reingekramt. Ich hab was gefunden. Nee, oder? Ich hab was gefunden. Hey Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Bloody Beach, wie versprochen. Ich muss kurz schreiben und die Konfi. Mach das, ich sneake mich. Wie versprochen, die Folge, in der wir versuchen, das Mädchen zu erobern oder zu finden und dann zu killen. Ja. So. Und da wir Gamer sind, müssen wir total klischeehaft mit dem Thema Frauen umgehen, richtig, weiß? Total. Ganz genau. So, wie du jetzt denkst, ich die Frage ist jetzt, wo ist die? Ich würde sagen, wir laufen klischeehaft im Kreis rum. So, ich stelle jetzt ganz kurz mal die Render Distance auf 16. Also eine Frage, sollen wir einfach einen Speedtrank trinken? Weiß nicht, ob sich das lohnt, weil man ist halt auch mit Gucken beschäftigt, wenn man im Kreis rumläuft. Okay, dann so, ich lauf dir hinterher. Du bist jetzt hier, diesmal laufst du nicht. Ich kenne die Map überhaupt gar nicht. Ja, denkst du, ich kenne die? Ich habe gehört, es gibt hier irgendwo so ein Pilzbiom, vielleicht sollten wir da mal. Das anfangen. Weiß ich, ja, dann komm mit. Das kenne ich so. Kennst du die Map so schlecht? Ich kenne die Map richtig schlecht. Ohne Witz, ich war die ganze Zeit fast nur unter Tage. Ja, stimmt, ich bin ja die ganze Zeit rumgelaufen. Warte mal, du kommst mir hinterher, ja? Ich komm dir hinterher, wenn was ist, schrei ich. Hoffe, ich muss schon wieder was essen, warte, bleib stehen. Ich habe schon richtig viel Essen verloren wieder. So, okay, ich renne hinterher. Ah, jetzt bin ich vor dir. So, ich denke mal, wenn wir nach dem Kampf fragen, wird sie auf keinen Fall darauf eingehen und ja, wird sie nicht. Oder? Kann man weißt du zufällig, ob die gut im PvP ist oder nicht? Nö, ich weiß es nicht. Okay, sagen wir es mal so, sie ist ein Mädchen. Die meisten Mädchen sind nicht gut im PvP, aber... Die meisten. Es gibt die meisten. Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen und das durfte ich auch vor kurzem erst sehen. Da rechts ist doch das Pilzbiom, oder? Ja, da sollte es irgendwo sein, deswegen. Ja, rechts ist es. Du hast die Render Distance. Warte, was ist hier unten? Hm? Okay. Es ist echt schwer. Wo könnte die denn sein? Ja, ich sag jetzt Pilzbiom. Also ich würde immer gucken bei Howling Mountains und Pilzbiom. Da haben die meisten ihren Aufenthaltsort. Alleine als ich gestreamt gemeint habe nach Sachen, habe ich zwei verlassene Basen gefunden. Und weiß, wir sollten uns wieder Boote machen eventuell. Ja. Ich habe Holz und das ist ein Crafting Table. Dann mach am besten direkt ein paar Boote für uns. Da unten ist auch was. Also ich werde jetzt wirklich nur versuchen, nach dem Namensschild Ausschau zu halten, weil was anderes macht, glaube ich, echt keinen Sinn. Erstmal. So, meine Brille ist einigermaßen sauber. Das heißt, vielleicht haben wir sogar Glück. So. Warum schweben da oben Blöcke in der Luft? Ich verstehe das nicht. Weil ich Architekten irgendwie durchwollte. Scheiß Architekten, ey. Ja, The Waze hat gute Architekten. Naja. So, gut. So, ich mache für jeden jetzt zwei Boote. Okay, ja komm, mach lieber ein bisschen mehr oder reicht das Holz nicht? Zwei Boote für jeden, reicht doch. Du weißt, wie schnell die Dinger kaputt gehen. Vor allem, wenn du sie kaputt schießt. Heul nicht rum. Heul nicht rum, ich bin weiß, weiß, ich heule rum. Heul nicht rum? Ich bin weiß, weiß. Kleiner Mann, heul ich rum? Achso, ey, was ist denn hier unten? Oh, jetzt habe ich meine Spitzhacke weggepackt. Ja, ich habe definitiv so wenig Platz im Inventar, weil hier unten ist irgendwas. Weil weißt du das? Weil hier ein Loch ist. Nee, hier scheint mir doch nichts. Okay, vergiss es. Das wäre auch zu auffällig gewesen, ehrlich gesagt. Gut, dann, warum ist hier Cobblestone? Oder ist das von der Map her so gebaut? Nee. So gebaut, okay. Boah. Oder? Ich muss jetzt voll hier mein ganzes Inventar umordnen wegen dem Essen. Das ist richtig schlimm. Ja, hier ist überall Cobblestone, das ist echt so. Ja, das ist, glaube ich, echt von der Map so. Oder ist es, hier ist eine Crafting Bench. Also ich wette, irgendjemand hatte hier eine Basis. Ja, oder hier hat. Hier ist ein Eingang. Hat oder hatte. Da habe ich auch etwas entdeckt. Interessant, wir gucken einfach mal ganz sporadisch. Hier ist, Alter, hier ist so ein Untergrundsee. Hab mich da jetzt eben einfach mal so reingekramt. Ich habe was gefunden. Nee, oder? Ich habe was gefunden. Ja gut, wir wollten gerade Ari. Wir wollten aber gerade Ari suchen. Ja, mir egal. Guck dir das mal an. Okay, was ist hier? Ist die noch belebt? Nesa-Rüstung schon mal. Wie, die ist jetzt echt noch besetzt? Hä? Da war so richtig offensichtlich. Das war einfach so richtig krank offensichtlich. Ja klar, das war hier alles. Ja gut, aber die sieht definitiv nicht mehr. Die sieht nicht mehr belebt. Die ist benutzt, also, also ich weiß nicht, hier ist eigentlich nur Crap-Stuff. Bisschen mit Aquafinity. Weißt du was? Wir machen doch immer. Wir machen jetzt einfach das, was wir bei Bloody Beach auch mal gemacht haben. Erstmal kurz nochmal in die Seiten reingraben, weil wir haben auch versteckte Kisten. Wir müssen davon ausgehen, dass andere das auch haben. So. Ich sneak mich jetzt. Sneak du dich bitte auch erstmal. Also, bestimmt ist was unterm Wasser. Es ist immer unterm Wasser etwas. Warte, ist da unten was? Nee, das war ich gerade. Überleg, ob da noch irgendwas ist. Frauenquote.
heißt das nicht. Ich glaube nicht mal jetzt kurz hier so runter, weil es kann sein, dass hier irgendwie. Hier muss. Also Nether Quarz müssen wir nicht mehr farmen. Es kann ja nicht sein, dass das so eine kleine Basis ist, oder? Das sind Ersatzsachen auch. Und wenn sowas. Du sagst, die ist benutzt, wird hier aber jemand Backup-Stuff noch irgendwo haben. Also, oder irgendwas versteckt. Ich mach das Wasser mal weg. Ich grab mich jetzt einfach mal noch überall so ein bisschen rum rein, ja? Weil du weißt, wie wir es bei Bloody Beach gemacht haben. Immer einfach überall so ein bisschen reingraben. Ja. Aber irgendwie freue ich mich kaum, dass ich die gefunden habe, weil das zu einfach war. Es ist, ja, keine Ahnung. War, da hast du das gesehen überhaupt, die Stelle? Habe ich nicht gesehen. Nein, ich hab mich da unten irgendwo reingegraben, weil da war auch sowas fertig. Drei tief reingebaut. Ich muss dann einen Block anbauen, weil nur drei tief. Das heißt, du musst nicht mal weiter runter, um dich reinzubauen. Nein, ein nur. Warte. Habe ich dein Namensschild gesehen? Nein, okay, vergiss es. Mit ganz manchmal. Das wäre jetzt geil gewesen. Jetzt so. Nee, gut, aber ich glaube, also wenn man sich schon so krass überall reinbaut, wird hier vielleicht doch keine. Vielleicht oben im Dirt. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das wäre richtig dumm, weil das dann von vielen Seiten so einfach zu erreichen ist. Weil es jetzt ist aber trotzdem. Ich würde die Kisten aber alle abbauen dennoch und auch verbrennen. Abfackeln einfach, ne? Ja. Ich nehme aber das Feuerzeug hier raus. Der Netherhelm. Dann nehme ich mir noch die Fackeln hier raus. Ja, Protection Boots. Gesundheit. Kakao. Ich habe auch Code. Rüstung mitgenommen. Also Rüstung, Ersatz. Ja, ach so, Frauen. Ach, das. Okay, das meinst du. Ansonsten, Efficiency, Aquafinity bringt uns einen Scheiß. Das ist alles recht. Oh, hier ist Eisenrüstung, okay. Deswegen meine ich ja, das ist Stuff. Das ist definitiv Stuff. Vor allem auch Mossy Cobblestone, der ja äußerst selten ist. Nicht. Alter, Achtung, ich entweder sagen, ich bin gerade total plemplem oder ich hab da. Ich glaube, es liegt am Fadenkreuz, weil irgendwas mit dem Bildschirm nicht stimmt. Okay. Dann würde ich sagen, ich baue die Kacke jetzt ab und dann fackeln wir das ab. Ja, ich bin mir aber. Hier muss irgendwo noch eine versteckte Kiste sein. Was ist hier? Ja. Schwarzpulver nehme ich einfach mal mit noch. Aber ich noch Körper sich wegpacken kann. Unbreaking 1 Blast Protection Brustplatte. Soll ich eine Protection 1 oder eine Blast Protection 1 Brustplatte? Protection 1, Protection 1. Die protectet ja vor alles, auch vor Blasts, oder? Protection 1 Bomb. Warum hast du eben Schaden bekommen? Sand runterfallen da. Okay. Oder mal schaue ich auch nochmal hier nach, weil das ist hier so komisch. Aber ich kann mir. Ey, die hier Base wird so keine, scheiße versteckt. Hier wird keine versteckte Kiste mehr sein, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Vielleicht ist auch einfach nur so eine Backup-Base, wer weiß. Ja, könnte wirklich sein. Aber gut, Backup-Base ist zerstörte Base. Ja, das stimmt. Warte mal. Was ist hier? Ach nee, du das hast dich hergebaut. Hier auf. Ja, das war alles ich. Okay, Achtung, ich baue es ab. Was ist das hier? Das ist auch voll komisch. Nee, es war einfach so ein Grasstück, okay. Aber hier ist was faul dran, weil hier geht's so ein, zwei runter. Fast als ob hier irgendwo noch. Nee, auch nicht, okay. Na gut. Aber wenn hier. Warum ist hier Smoothstone? Naja, okay, da ist auch überall Smoothstone. Na gut, aber Ari wird wahrscheinlich nicht hier sein. Nein. Ist es hier? Dann lass mal weggehen. Oh, warte mal. Hier ist so ein Gang nach. Okay, hier hat jemand wahrscheinlich einfach Strip Mining begangen. Ja, gut, hier ist. Ich weiß nicht, so ein Strip Mining Gang schaue ich mir jetzt nicht an, weil der ist offen. Da wird auch keine Base sein, höchstwahrscheinlich. Siehst du mich vom Namensschild her? Ja, ja. Okay, komm mal wieder nach oben. Ich würde gerne mich weitersuchen. Ja, suchen wir erstmal Ari, weil wegen der sind wir eigentlich auch nur auf dem Server. Okay, dann Achtung, geh mal weg. Bitte geh raus. Wo bist du denn jetzt? Achso, ich bin schon längst draußen aus der Base. Okay. Ohne Spinne. Ich töte sie mal. Brauchen wir immer noch unsere Spinnenaugen. Das ist richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt in der Hotbar mein Essen hinpacken soll. Und da unten ist eine Witch. Die wecken wir mal lieber nicht auf uns. So. Gut. Du bist immer noch in der Base. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ich bin hier aber jetzt erstmal in der Oberfläche und halte ein bisschen Ausschau. Aber soweit alles verbrannt. Dann glaube ich kaum, dass Ari eventuell irgendwo da hinten sein könnte. Glaube ich eher jetzt fast nicht. Dann lass mal in Holding Mountains gehen. Da müssen wir in die andere Richtung, genau. Gehen wir mal in die andere Richtung. So. Boote haben wir jetzt, genau. Perfekt. Boote. Es ist richtig. Hä? Wie hast du das? Hast du noch einen Lava-Eimer bei dem Inventar? Hä, wo ist das Boot hin? Ja, siehst du die Backen rum, ich hab's doch gesagt. Ich weiß aber, wie hast du es bei dem Inventar gelöst? Weil ich hab Schwert, Bogen, Potion, Boot, goldener Apfel,
Brot, Eimer und dann ist es schon voll und ich würde eigentlich noch am liebsten Wassereimer und Lavaeimer und Feuerzeug habe ich gar nicht im Inventar. Ist unnötig. Achso, ja gut. Brennen tun wir nicht, brennen tun andere auch nicht. Also stimmt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, du hast recht, Wassereimer bringt halt nur vielleicht für MLG was, aber scheiß drauf. Gut, dann mache ich das gerade mal so. Egal, so, bin drüben. So. Oder sollen wir mal nett fragen, Ari? Ari, die wird drauf nicht ein. Denkst du echt, die geht darauf ein? Keine Ahnung. Kämpfen ich muss jetzt kaum. Mal, weil wir haben auch schon gesagt, Teilnehmer, die sich sehr zurückhalten werden, irgendwann gezwungen werden zu kämpfen. So, du schwimmst gerade zur Hauptinsel? Ich bin schon am Spawn. Okay, warte, ich komme auch schnell rüber geschwommen. Dann können wir mal in die andere Richtung. Irgendwie hat hier gerade eben was ganz komisch gebuggt. Ich glaube, diese Waypoints, die buggen manchmal so ein bisschen durch. Und deshalb kommt mir das so komisch. Das kann sein. So. Okay, jetzt bin ich eben aus Versehen aus meinem Boot. Ne, dem Fall verschwinde ich jetzt nicht für das Boot. So. Ich glaube, sie wird vielleicht auch gar nicht darauf antworten. Tippe ich auch was drauf. Selbstmord, nein, danke. Okay, habe ich mir schon gedacht. Bald musst du aber kämpfen, hier mal so ein bisschen härtere Töne anschlagen. Ja, ist ja wirklich so. Also, ja, klar. Mittlerweile nach fast einem Monat laufenden Tracks keinen Kampf vollführt zu haben, ist nichts Nötiges. Oh, ich habe ein Spinnauge bekommen. Ich habe auch eine Spinne, ne? Aber ich habe eben ein Spinnauge bekommen. Dann hole ich einfach nochmal ein paar Spinnen, weil die brauchen wir eh dann, um nochmal das Schwert ein bisschen besser zu machen. Und für ein paar Mountains. Level ist es auch gut so. Du bist schon bei den Holy Mountains. Ja. Junge, weiß, ich da. Oh, jetzt trennen wir uns auf, sehr schön. Ja, weil du langsam bist. Junge, ich wusste ja gar nicht, dass du schon am Wasser bist und schon losschwimmst. Du musst ich ein bisschen gesagt, sagen, was du machst. Ich hab gar nicht, ich bin jetzt gut, am Spawn. Ist gut. Bin auch bald vorbereitet, so halb, okay. Das heißt, die ist wahrscheinlich in der Base und bereitet sich gerade vor. Okay. Ja gut, jetzt habe ich keine Ahnung, wo du bist. Ich bin jetzt auf der großen Steppe bei der Wüste. Ach so, es ist also da in der Richtung gewesen, wo auch das Pilzbiom war, etwa? Zwischen Stadt, Pilzbiom und Wüste, so circa. Okay, dann komme ich jetzt auch auf die Wüste zu. So. Nochmal essen. Weil da ist ja dann auch nochmal diese andere Richtung, da wo der Dschungel ist, da könnte sie auch sein. Ja, klar. Wir sind auch ein paar im Dschungel. Dann sollten wir mal den Dschungel das nächste Mal. Ich seh dich auch, okay, passt. Dann sollen wir jetzt erst Howling Mountains oder erst Dschungel? Lass Dschungel, komm mit, dann geh aber bitte du mir jetzt nach. Ja, ich versuche dir schon nachzugehen, so. Du bist jetzt hinter mir, ja? Nein, ich bin nicht hinter dir, ich bin im Wasser. So, jetzt bin ich hinter dir. Gut, ja. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir werden es einfach so machen wie im Bloody Beach. Wir werden nicht mehr so penibel auf die Folgenlänge achten. Es könnte sein, dass manchmal in der Woche am Ende einfach keine Folge mehr hiervon kommt. Da ist unsere Aufnahmezeit aufgebraucht. Das tut uns dann in dem Moment wirklich leid. Aber wir haben gemerkt, wenn wir längere Folgen machen, schaffen wir einfach viel mehr, weil wir uns nicht mehr so darauf konzentrieren müssen, wie lange die Folge jetzt schon ist. Richtig. Das geht einem irgendwie viel flüssiger von der Hand und ja, irgendwie ist es angenehmer. So, jetzt warte mal, ich muss hier ein bisschen hochlaufen. Dann esse ich auch gerade noch mal was. So. Warte mal, ich habe eine lustige Idee. Du hast eine Idee? Willst du jetzt ein bisschen hier Psychologie betreiben und sie rauslocken? Lol, im Nether von eine Burg gefunden? Was? Noch Was ist eine. Das für ein Deutsch? Achso. Weiß, dass es so schlecht geschauspielert. Ja, echt? Und dann soll sie auch in den Nether wollen. Wie weißt du das? Ja, es muss ja authentisch sein. Ich soll ja auch in den Nether wollen. Das glaubt, das macht die doch im Leben nicht. So, weiß, bitte kurz warten. Ich bin ein bisschen weiter weg gewesen, da ich gerade was angeschaut habe. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt so darauf konzentrieren muss, dir hinterher zu laufen, kann ich mich nicht mehr auf die Namensschildsuche konzentrieren. Dann lauf einfach auch irgendwo, muss ja nicht hinter mir drängen. Dann GG. Aha, okay. Sie ist zumindest schon mal kommunikativ. What the fuck, ich bin gerade so filmmäßig. Hier ist so ein Dungeon. Ich bin mir sicher, dass er nicht die ganze Zeit sneaken wird. Nein, komm, das schafft niemand, außer ich. Aber sie wird ja wahrscheinlich auch irgendwas craften oder so, da kann man sich nicht die ganze Zeit sneaken. Okay, der Dschungel hier, der ist mir echt überhaupt nicht geheuer. Ja, also wenn hier jemand eine Basis hat, ist die richtig. Okay, dann haben wir jetzt schon mal wieder zwei, nee, drei sogar, weil in der Base ist auch noch eines. Ich mag den Dschungel echt überhaupt nicht. Also wenn man hier eine Base hat, ist die auch richtig gut versteckt. Die findet man im Leben nicht. Nee. Weil der ist so bergig und hügelig. Da hinten sind ja auch nochmal so Howling Mountains hinter dem Dschungel. Ich bin jetzt am Ende vom Dschungel, da wo so ein bisschen Schnee anfängt. Da könnten wir auch nochmal suchen, weil im Dschungel, da brauche ich mich, glaube ich, gar nicht zu konzentrieren. Da werde ich kein Namensschild sehen, wenn da was ist. Das ist so dicht.
Weißt du, wo ich gerade bin? Gefunden gerade. Nee. Aber ich habe da Verwandt gefunden. Dann trenne ich mich jetzt mal von dir, okay? Und weil hier sind auch nochmal so Howling Mountains. Hier sind hohe Berge. Hier könnte auch nochmal was sein. Hier haben wir doch, glaube ich, auch schon mal ein paar Höhlen erkundet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Skelett, Viechens. Das war doch hier der Fail, wo wir am Anfang hier schon so lang gelaufen sind. Genau, da sind wir über diese Berge da am Anfang. Na gut, hier ist nichts. Das sind auf jeden Fall zwei Crafting Benches. Okay. Dann trennen wir uns ganz einfach auf. Oder? Ich glaube, wir trennen uns jetzt, weil die wird nicht so gut equipped sein. Und wenn jetzt kein anderer auf den Server kommt, dann können wir uns auch ruhig aufteilen. Dann müssen wir halt nächstes Mal nur gucken, dass wenn zwei andere auf dem Server sind, dass wir uns davor wieder zusammentreffen, weil ansonsten sind wir am Arsch. So. Okay, das könnte echt schwieriger werden, weil ich glaube, die Map, die ist dennoch recht groß. Wie viele Blöcke ist die jetzt begrenzt? Weiß ich nicht, ich glaube gerade an dem Rand. 400 wurde doch gesagt, oder? 400, ja. Aber die kommt mir noch richtig groß vor, also. Noch groß vor. Ja, vielleicht, die wird sowieso dann nochmal verkleinert. Guck mal, ich komme ja richtig weit noch. Ich sehe dich. Echt? Ja, sneak dich mal kurz. Ja, das bist definitiv du. Schau mal ein bisschen auf den Boden, ich bin hier unten irgendwo. Ich komme jetzt raus. Du bist da hinten. Ich laufe gerade entlang. Ja, hi. So, hallo. Okay. Die meisten haben ihre Bases immer noch in der Stadt, glaube ich. Zu 100%, da bin ich mir okay. Sicher. Ja gut, aber wenn sie dort wäre, hätten wir sie längst gesehen. Ja. Und ich meine, am besten findet man eine Base, wenn man nach dem Namensschild sucht. Ihr könnt gerade nur, wie weit die jetzt... Aber ich glaube, die Map wurde noch gar nicht verkleinert. Kann das sein, weil die ist viel zu groß? Die wurde, glaube ich, nicht verkleinert. Ja, das ist nämlich das. Die ist zu groß. Die ist definitiv zu groß. Da hat jemand wohl was verschlafen. Nämlich der Projektleiter, der die verkleinern wollte. Was ist? Ich laufe immer weiter und die... Ja, ich komme auch nicht an den Border. Das ist komisch. Ich versuche jetzt auch mal richtig weit wegzulaufen. Ich mach das jetzt mal. Ich komme nicht an die Border. Ich auch nicht. Waren wir hier nicht schon längst? Jetzt habe ich die Border, Leute. Ich habe das Gefühl, als wäre sie größer geworden. Echt? Egal, auf jeden Fall, wenn wir dann Bahn fahren, dass die nochmal... Ja, keine Ahnung, wir verschwenden gerade Zeit, finden sie nicht. Ich gehe jetzt nochmal einmal in die Howling Mountains entlang und dann... Ja, und wenn nicht, dann müssen wir leider sagen, die hat sich echt gut versteckt. Weil wir können auch nicht leider die komplette Map ablaufen. Okay, jetzt bin ich auch am Border. Ich glaube nicht, dass sie so weit außerhalb sein wird. Nein, definitiv nicht. Okay, aber dann trennen wir uns trotzdem immer noch auf. Ja, ja, klar. So. Wenn ich sie sehen sollte, sage ich dir halt meine Koordinaten. Du machst dir am besten bei diesen Koordinaten Waypoint. Da sehe ich ein Crafting Table und da hat jemand ganz frisch Weizen angebaut. Echt? Da ist es gar nicht oder gewachsen. Oder es war noch nicht jemand in dem Chunk. Das kann auch sein. Aber wenn du das denkst, dann schau immer ein bisschen nach unten. Ja, ich guck gerade hier alles ab. Weil ich schau immer ein bisschen mehr. Es gibt ja Leute, die laufen die ganze Zeit so rum, indem sie nach oben schauen. Ich schaue halt immer so ein bisschen auf den Boden. Und nochmal kurz gucken. Ist halt echt schwer, sowas zu sehen. Ich entdecke die meistens auch eher immer so ein bisschen aus Zufall, weißt du? Indem ich irgendwas anfokussiere, dann sehe ich, ach, da ist ein Namensschild. Das ist, glaube ich, nix. Vielleicht haben wir sie sogar schon gesehen, nur übersehen. Und die Zuschauer schreiben jetzt, guck mal da bei der Minute XY, wie kannst du nur so dumm sein? Ja, ich glaube das sogar fast. Ich glaube es nämlich auch fast, weil wir waren jetzt eigentlich... Leute, es ist was ganz anderes. Ich sehe manchmal auch viel mehr Dinge auf dem Video, wenn ich es mir nachträglich anschaue. Weil wenn man selbst spielt, konzentriert man sich nochmal auf viel mehr andere Sachen, als wenn man nur zuschaut. Als Zuschauer achtet, könnt ihr die ganze Zeit am Boden achten. Wir müssen ja auch laufen, dass wir nicht gegen irgendeine Wand die ganze Zeit anhören. Da muss man nur die ganze Zeit aufs Video schauen, nichts anderes. Das ist es ja. Und so müssen wir uns noch aufs Laufen konzentrieren und alles. Dann muss man auch noch den Bias ertragen. Ja. Das ist auch so ein riesiges Gebiet. Hier könnte überall eine Base sein. Das ist echt unglaublich. Also hier könnte man sich... Oder sie ist im Neta. Nee, nein, auf keinen Fall. Nee, das also hier sind immer so Stellen, wo man sich gerne reinbaut, aber ich denke, dass hier nichts ist. Wow, okay. Alter, der World Border erschreckt mich vielleicht immer. Boah,
Ich hoffe, dass wir niemals in einem Kampf gegen den World Border laufen, ganz ehrlich. Hm. Da kommt man von den Jukeman so dagegen laufen, dann fliegt man so weg und dann. Genau, voll der Cheat hier. Voll das ich würde immer noch die Hand ins Feuer legen. 80% der Bases sind in den Howling Mountains oder in der Stadt. Okay, dann sollen wir nochmal zu den. Was? Wir waren noch gar nicht bei den Howling Mountains. Nee, waren wir auch noch nicht. Ich laufe hier gerade lang. So, dann laufe ich mal zurück. Dann laufe ich mal jetzt hier so außenrum ein bisschen wieder zur Mitte und achte trotzdem auf den Boden. Und du kannst bei den Howling Mountains mal ein bisschen schauen. Sie ist ja noch auf dem Server, okay. Ich würde sagen, wir nutzen es einfach aus. So, jetzt hat irgendjemand was. Ah, nee. Quatsch, vergiss es. Hier bauen sich immer gerade Leute hoch, aber. Boah, Alter, wenn ich da runtergefallen wäre, wäre ich tot. Ich war gerade wieder in so einem scheiß Loch. Ah, ich war letztens, als ich gefarmt habe, meine Alter. Folge, bin ich runtergefallen und ich hatte ein halbes Herz noch, Domse. Was? Ach du yep. Es ist so, diese Scheißlöcher, die sind echt so mies. Ein halbes Herz, wirklich ein halbes Herz. Boah, ich würde mich aber auch. Warum sind hier drei Fackeln hin? Fast so eine Art Hinweis. Das nicht mehr hier merken. Geht's runter noch. Hier war ich ja noch nie in dieser Gegend. Aber die Map, die ist echt zu groß momentan, im Ernst. Ja, definitiv. Es sind gar nicht mehr so viele Spieler da und die ist einfach dafür sehr groß. Au. Ach, ich hatte auch nur noch ein Leben, okay. Warte mal, ich guck mal, wie lange geht jetzt die Folge schon? 20 Minuten. 20 Minuten schon suchen wir nachher, okay. Ich würde fast sagen, beenden. Das ist so ein bisschen Nadel im Heuhaufen. Ja, das stimmt. Aber guck du noch wenigstens bei den Howling Mountains und ich schau hier noch nach. Gerade, okay? Soweit es geht. Sonst kommen auch Howling Mountains langsam. Wir müssen nämlich auf einer Stelle zusammen disconnecten. Okay, ja, das wäre ganz gut. Dann laufe ich jetzt nochmal durch die Stadt und dann komme ich zu den Howling Mountains. Oder sie hat eine Unterwasserbasis. Huh. Unsere Unterwasserbasis war schon unfindbar. Ja, aber vom Namensschild her, wenn man über Meer ist, sieht man trotzdem die Namensschilder. Das ist das Ding. Alter, diese Löcher, ey. Hier sind überall einzelne Löcher. Ich war gerade auch auf einer Granatenwiese ein Loch nach unten. Vor allem, da fällt man so leicht. Man denkt gar nicht dran, dass es tief ist. Man denkt immer so, ach, das ist nur so ein Loch. Wenn ich da reinspringe, ist schon nicht so schlimm. Und dann erschreckt man sich mal, wenn man da runterguckt. Man kackt Mikro rutscht die ganze Zeit. Das nervt. Man hört es. Ja, sorry. So, ich bin aber überlegen, ob ich jetzt nochmal kurz übers Wasser fahre, weil es könnte sein, wenn du da nichts siehst, dass sie tatsächlich. Ich fahre nochmal ganz kurz übers Wasser, okay? Okay. Ich höre hier eine Spinne. Weil hier diese Wasserecke, die habe ich irgendwie noch nie so, weil das ist auch nochmal so eine kleine Insel. Da könnte sie eventuell auch sein. Ja, überall kann man sein. Es geht ja auch darum, dass man vielleicht fremde Bases noch findet. Ja klar, das natürlich auch, aber ja, wie gesagt, am besten findet man solche Bases. Weil wir haben allen Teilnehmern den Tipp gegeben, die Bases richtig gut zu verstecken. Das haben schon einige nicht gemacht. Deshalb sage ich gerade halt auch, man findet die wahrscheinlich am besten einfach am Namensschild, wenn man das sieht. Und ich habe vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen zu wenig Essen mitgenommen. Ich habe schon richtig viel verloren. Ich habe noch 39 Kartoffeln. Ich habe nur noch 24 Brote. Und 9 Kartoffeln. Hinten bei dem Land, hier war ich noch gar nicht so. Ich schwimme hier mal ganz kurz außen rum. Ja, Boot, geh kaputt. Danke. Mann, hasse diese Boote, ey. So, was ist denn da hin? Ein Chunkbug. Ey, aber hier war ich echt noch nicht. Wenn hier jemand eine Base hat, das wäre auch ganz gut. Aber hier ist, glaube ich. Warte mal. Wo kann die denn sein? Du siehst was? Am Ende einer Höhle habe ich einen Crafting-Table gefunden plötzlich. Okay. Ah. Wie jemand so blöd ist. Du sagtest ja, wir brauchen Kühe, ne? Hier ist eine Kuh. Soll ich die gerade mal schlachten? Ja klar, Leder. Okay. Hier ist eine Hose. Muss jetzt nur gucken, dass ich nicht mein Boot kaputt mache. Das ist echt hoffnungslos. Okay, das Boot backt. Ja, aber Mensch, verschwenden sie Zeit, muss doch irgendwo sein. Die kann doch nicht irgendwo im Nirgendwo sein. Die muss doch irgendwo sein. Ey, wir müssen die doch finden. Bei so einer großen Map war das schwer. Ja, das stimmt. Die Map ist echt zu groß. Wir müssen die verkleinern lassen. Das ist tatsächlich so. Die ist einfach zu groß. Dann, wo bist du jetzt circa? Wo komm? Ich bin gerade irgendwo auf dem Wasser an einer Gegend, versuch mal in der Richtung wir noch nie waren. Spawn zu kommen. Mache ich sofort. Ich komme in Richtung Spawn. Und wieder eine 25 Minuten vorbei. Oh, sie geht, okay. Schade. Ja gut, dann würde ich sagen,
war das leider nichts, aber dann wissen wir schon mal, wo wir nicht mehr suchen müssen. Sagen wir es zumindest mal so. Ja, würde ich sagen, auf jedes Mal das nächste Mal gehen drauf, wenn auf jeden Fall zwei Leute drauf sind. Ja, weil die findet man vielleicht auch wieder einfacher. Nur dann dürfen wir uns nicht trennen und ich voll Idiot bin gerade aus dem Boot ausgestiegen, weil ich Shift gedrückt habe. So, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder. Ich wäre ja ein bisschen länger als du am Server. Ich gehe jetzt gleich zum Netherportal. Wenn ich da bin, disconnecte ich schon mal. Damit ich wertvolle Zeit spare. Alles klar, machen wir das so. Und ich disconnecte dann einfach auch da oben. Dann gut, machen wir es so. Ja, sorry, das war irgendwie wirklich die langweiligste Legend-Folge, die ich jemals gab. Es tut uns echt leid, Leute, aber wir hätten jetzt nicht gedacht, dass es so schwer wird. Wir dachten uns, hey, kommt, wir gehen auf den Server. Alter, ich glaube, der Server leckt gerade. Ich kann nicht ins Boot einsteigen. Ne, lenken tut's nicht. Ich kann nicht mehr in mein Boot einsteigen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann's auch nicht kaputt schlagen. Ich kann's auch nicht wegschicken. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt steht mein Boot hier rum und buggt einfach. Ja, nice. In 2 Minuten gönne ich mir noch. Ich gehe ganz kurz nochmal in die Häuser reingucken. Ob irgendwo eine dumme Base ist. Gut, und ich muss jetzt zu Fuß nach Hause schwimmen. Oh, Mann. So ein scheiß Bug, ey. Ich will jetzt mein Boot zurückerstattet bekommen, weiß. Cheat mir mal bitte Neues. Das kann doch hier nicht angehen. Das kann doch echt nicht angehen, ey. Aber wo könnte die sein? Das ist doch echt. Boah. Schlimm. Warum gucke ich jetzt nach Namensschildern? Das ist auch blöd, weil sie ist ja gar nicht mehr auf dem Server. Ja, nee, aber. Die Map ist echt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie noch so groß ist. Ja, hätte ich auch nicht eingeschätzt. Ja. Überleg gerade. Hier ist irgendwo nichts mehr. Da ist auch nochmal eine Crafting Bench. Oder sollen wir halt in Zukunft einfach uns nochmal überall reinbauen, wo irgendwas verdächtig ist? Ja, damit haben wir eben eine Base haben wir zumindest gefunden. Stimmt, gar nicht so langweilig war es ja gar nicht. Eine Base haben wir gefunden. Ja, aber naja. Die sah so halb verlassen, es sah so eine Ersatzbase aus. Ja, es sah wirklich nach einer Ersatzbase aus. Weil wertvolle Sachen waren teilweise ja drin, so unwertvoll war es ja nicht. Also naja, ich meine, da war jetzt weder Enchanter noch irgendwie ein Amboss noch sonst was. Das sind halt so Sachen, die nimmt man mit, wenn man umzieht. Und vielleicht dachten die sich, von wem die Base auch immer ist, jo, den anderen Kram lass mal drin, weil, jetzt mal ehrlich, da war eigentlich nur so Crap-Legend-Rüstung, Neta-Rüstung, also Crap-Enchanted-Rüstung und halt Eisenrüstung. Die Eisenrüstung würde ich auch gar nicht mehr anziehen, weil Neta-Rüstung halt recht billig ist und halt viel besser, da sie Fire-Protected ist. So, ich komme ins Neta-Portalhaus. Okay, warte, ich komme auch. Irgendwann bauen wir eine TNT-Kanone und, ach, da bist du, und schaffen es, diese Kiste aufzusprengen, ganz ehrlich, ey. So. Okay, dann mache ich jetzt einfach die Abstimmung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Immerhin eine Base haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.